vor Menschenhändlern gerettet. Dieser Säugling ist in Intensivpflege nach einer Razzia in einem privaten Krankenhaus im indischen Gwalior. Neugeborene wurden hier laut Polizei für illegale Adoptionen verkauft. Fünf von ihnen für umgerechnet je rund 1.300 Euro. Wir haben die Klinik durchsucht und den Direktor aufgegriffen. Er konnte nicht erklären, wo die verkauften Kinder sind. Und er konnte keine regelkonformen Dokumente für die Kinder präsentieren, die ja angeblich adoptiert worden sind. Also haben wir ihn festgenommen. Adoptionen sind in Indien mit sehr hohem bürokratischen Aufwand verbunden. Das treibt Paare ohne Kinder in die Arme von kriminellen Banden. Der Leiter der Klinik leugnet jegliches Verbrechen. Vor 8 oder 9 Monaten kamen 1 oder 2 Babys. Meine Familie hat ein Mädchen adoptiert. 2 Babys wurden nach der Razzia auf die neugeborenen Intensivstation verlegt. Mehr weiß ich nicht. Die Polizei vermutet, dass die Klinik systematisch nach Frauen mit ungewollten Schwangerschaften gesucht hat und sie überzeugt hat, nicht abzutreiben. In Indien kommen im Jahr nur wenige tausend legale Adoptionen zustande. Der Handel mit Säuglingen boomt weiterhin.